So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Y. Nuzlocke Challenge im letzten Part. Was haben wir da gemacht? Ich glaube, wir waren in diesem einen Café, haben uns ein Kaffee Latte gegönnt. Er hat eine Latte. Und nun würde ich sagen, geht's auf zu Chromlexia. Genau, Chromlexia. Hört sich an wie so ein scheiß Puffname. Aber okay, ist gut, ja. Man merkt, ich habe den alten Flachwitz immer wieder so teilweise da. Und langsam aber sicher wird das wieder mit dem Let's Play. Zumindest bin ich da ziemlich zuversichtlich, ja. Gut, als erstes gehen wir hier in das Pokémon Center rein, begrüßen die nette Schwester Joy. Und da mir wirklich ziemlich viele Leute geschrieben haben, Matt, da neben dem, du weißt schon, da ist so eine Frau, die kannst du mal ansprechen. Da dachte ich mir, ach, weißt du was, lass ich mir Zeit und ja, jetzt ist der Augenblick gekommen. Und ich spreche diese Frau. Und das ist noch ein Event von... von wann ist das? Ziemlich lange halt. Und, ja, ich würde sagen, Vivillon ist ein ziemlich cooles Pokémon, aber brauche ich jetzt nicht wirklich im Team. Nein. Ist halt nicht so mein Ding für einen King, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, Vivillon. Watashiwa Vivillon. So, du gehst hier hin und ich überlege, wieder Flagmon rauszuschmeißen und dafür ein anderes Poke reinzupacken, aber ich weiß nicht. Flagmon ist cool. Egal. So, tschüss und tschüss. So, als nächstes kommen die Trainer, ne? Aber vorher hier im Pokémon-Markt. So, kaufen, klar. Natürlich will ich was kaufen. Supertrank, Hypertrank, Toptrank, Topgenesung. Habe ich 21? Eigentlich habe ich ja alles. Ja, komm. Ich würde sagen, scheiß drauf, wir gehen jetzt einfach zum Versteck von Team Flare rein. So. Ich werde das aber jetzt nicht so machen, dass ich jede Scheiße lese. Also ich werde da, glaube ich, gar nichts lesen, weil ich einfach keinen Bock habe, das zu lesen. Ich will halt einfach nur kämpfen und mehr will ich da auch nicht tun. So. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wieso funktioniert das nicht? Was für ein Hotel, Alter? Was ist das hier? Ich glaube schon. Warte mal, war das die, die uns gerade eben angesprochen hat? Alter, was labert die? Ich will hier nur irgendwie wissen... Hä? Alter, ich habe keine Ahnung. Was ist das? Hä? Ja, ohne Scheiß, mir muss das irgendwie jemand gerade erklären, weil ich einfach zu hohl dafür bin, um zu checken, wie das funktioniert. Ich meine, habe ich jetzt gesagt... das habe ich, aber... Hey, wie kommen wir jetzt dahin, bitte? Ich bin echt müde, ey, kein Scheiß. Chat fliegen? Nee, Sarah hat fliegen gehabt. Fliegen noch! Ey, kein Scheiß, ich gucke mir jetzt die Scheiß-Komplettlösung an, weil ich einfach selber nicht weiter weiß, also zu hohl dafür bin. Und deswegen... Ja, wir machen das mit Google. Google ist mein Freund. Oder mein Feind. Ja, mitten im Let's Play, Matt hat's halt drauf. Und dann, also. Pokémon Y Komplettlösung. So, Pokewiki. Pokewiki, Bisa-Fan mag ich nicht mehr. Damals war ich richtiger Bisa-Fan. Epic Fail. Aber jetzt so denke ich mir, nee, es ist so, nee, Bisa-Fan ist irgendwie nicht mehr so voller Infos wie damals und die wisst schon. So, Fluxia City, die Arena habe ich schon. Weg nach Norden, Mitglied im Weg. Warte mal. Ah, ich bin so ein Trottel. Ich habe was vergessen zu machen. Warte mal, wo ist das Dingscafé? Ne, wir gehen jetzt einfach irgendwo... Ah, scheiße. Ich habe ganz vergessen, wie heißt es? Dass wir erstmal, diesen Liftschlüssel brauchen, um da was zu machen, ne? Hm? Egal, wir suchen uns jetzt erstmal, ein Taxi. Taxi! Sieht aus wie so ein... Als ob das so Augen hat, ne? So, was ist mit dem hier? Oh, der ist anscheinend voll cool drauf. Ja, okay, lass mich dich nicht ansprechen. Okay. Ja, würdest du?
Ey, ich komme hier nicht klar mit der Steuerung, ne? Ja. Kaffees. Ja, komm schon. Ich muss da jetzt hin. Ich will im Part wenigstens etwas machen. Hauptsache, ich will das Projekt schnell beenden. Was kommt? Brauch so 10 Jahre dafür. Egal, komm vor. So. Rein mit uns ins Café und dann hier rein. So, Labor von Flordenis. Willst du mich verarschen? So, warte mal. Jetzt gucken wir einfach, von wo wir den Liftschlüssel bekommen. Nachdem die Treppen... auf das grüne Warpfeld. Alles klar, machen wir. Ja, auf welches grüne Warpfeld? Was steht hier? Nachdem du die Treppen nach unten, ne? Flordelis, geh nach dem Sieg zunächst nach links und kämpfe schließlich, ja? Geh schließlich auf das grüne Warpfeld. Auf ein grünes Warpfeld. Das müsste das hier sein. So, dann zum nächsten grünen Warpfeld. Der ist hier. Anschließend kannst du dich mit Hilfe der blauen Felder weiterschleudern lassen. Alles klar. Jetzt bin ich hier gelandet. Wo bin ich jetzt? So, geh dann in den Eingang über dir. Dort triffst du auf den beiden Regionen. Bla bla bla. Im vorherigen Raum und lass dich in Richtung nie ohne Seife waschen. Osten. Schleudern und dann nach Süden. Also dann nach unten. Dann in Richtung Osten. Osten? Ne, warte mal, Osten. Und lass dich nach Osten schleudern. Geht das? Hier geht das. So. Und an der Wand nach Süden. Scheiße. Geh nur in Richtung. Lass dich nach Osten. Ich bin hier falsch irgendwie. Zumindest habe ich das Gefühl. Ach so! Ah, fail, fail, fail. Ich habe den falschen Weg genommen, ja. Ich glaube, ich weiß, wo der richtige Weg ist. So, und dann. Ja, schon mal kurz ernehmen. Und dann hier hin. Nein! So. Ne? So, jetzt bin ich im Warpfeld. Und da ist anscheinend nur etwas, um hier hinzukommen. Ja, toll, ich dachte, ich komme jetzt irgendwie, weißt du? Und dann passiert sowas. Naja, egal, scheiß drauf. Dann hierhin. Ich komme sogar mit einer Komplettlösung hier nicht klar, ne? Das ist so bitter. Verwende das Warpfeld. Warte mal, Süden. Gegen den habe ich noch nicht gekämpft. Du bist neidisch auf meine tolle Uniform, stimmt's? Das kann ich dir nicht übel nehmen. Toll, Uniform, deine... Glaub nicht, Digga. Nein, glaub nicht. Golbat. So, Golbat ist ein Gift-Pokémon mit megamäßig krassen Zähnen. Und Lucario, ich würde sagen, gib dem mal eine richtig fette... Du wechselst am besten aus, ja. Pokémon, Sarah geht rein. Genau, Sarah gegen Golbat. Das nenne ich ausgeglichen. So ein bisschen zumindest. Und ich gucke mir gerade mein Handy-Background an und der ist einfach mal so kawaii. Da ist so ein geiles Mädel und das ist... Nein, 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 das passt jetzt hier nicht hin. Nein, das gehört nicht zum Let's Play. So, fliegen. Sarah setzt Fliegen ein und fliegt hoch im Empor. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Akrobatik, wieso? Ich dachte, das würde ein One-Hit sein. Und was kommt? Das Ding ist noch am Stehen. Und greift uns an. Ey, meine Güte, was soll denn der Scheiß? Ey, ich glaube, hier hakt's, ne, ein bisschen. So, Sarah, komm, greif an. Ich hab's geschafft. Ich fühle mich jetzt irgendwie so cool. Benny erreicht Level 50. Und der Rest bekommt auch ein bisschen. Und Team Flare wurde besiegt. Oh, ich kann meine Stirn nicht sehen. Okay, gut. Das haben wir jetzt geschafft. Und dann, ich bin ja immer noch hier. Warte mal, dann ist das wahrscheinlich das hier. Oder? Boah, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich habe echt keine Ahnung. Ich gehe hier gerade irgendwie durch alles hindurch und ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich bin dumm in der Birne.
Erzähl mir was Neues, Mensch. Okay, Toxicroak. Das Pokémon mit dem Mittelfingerkomplex. Also, Knochentatz hat's. Und währenddessen, ganz ehrlich, ich guck mal ein bisschen durch YouTube, was da so alles läuft und so. Ah, Info-Video von The Zero of Time. So, Leute, und willkommen. Oh Gott, ey, der wird mir das übel nehmen, der Junge. Knochentatz. Ey, Digga, das Ding ist besiegt. So, Benny bekommt ein bisschen und... das war's, ne? Nee, Cleopatra, ja, gucken wir uns das Infovideo an. Zu dem heutigen Video. Ja, ihr seht, es ist mal wieder ein Infovideo. Ich glaube, das letzte war vor 2 Wochen. Aber es bezieht sich auf eine Sache, die viele wollen. Ey, das ist kein Scheiß. Ich bin so ein random Let's Player. Egal, scheiß drauf. Cleopatra wurde besiegt und das bleibt unter uns, ne, mit dem Infovideo. Scheiße, ey, gut, Team Flair, du wurdest besiegt, ey, was ist das denn hier, Tortenfrisur. Das sieht echt so aus wie so eine Torte, ey, Team Flairs Kopf, Torten vom Fights. ja, hier, das ist der Ausgang, wohin wir mussten, ne? Ah, da sehe ich schon was, ne? Der müsse es sein. Sieh an, das Mädchen aus der Frosthöhle, diesmal so also alleine unterwegs, ja klar. Ja, komm schon, kämpf gegen mich. Und gleich kommt, glaube ich, der nächste Sims-Part hoch. Ah, Sims muss ich jetzt gleich auch noch aufnehmen. Erstmal 2 Parts, Y und dann Sims. Und dann, oh Gott, man zeigt mit dem Finger nicht auf Leute. Das müssten dir doch deine Eltern beigebracht haben. Das geht doch nicht. So, Lucario, setz Knochentatz ein. Oder Hatztatz, ist doch alles das Gleiche eigentlich. Gehst du drauf, Hundemon? Jetzt ist es draufgegangen. Perfekt. Ju, 3-mal getroffen. Nächstes Pokémon, bitte. Ladies and Gentlemen. Sneebuna. Wow, das... Na, obwohl, nein. Das hat 4-fach-Schwäche. Es geht sofort drauf. Das... brauche ich gar nicht zu machen. Das geht echt sofort drauf. Sneebuna, Aurasphäre. Ja, mehr brauche ich da auch nicht zu tun. Aber das Ding ist schneller. Bringt dem aber nichts. Hätte es vom Typ irgendwie Feuer oder Boden oder Kampf oder so, dann hätte es was gebracht. Aber so, nee. Magnolia, du bist schlecht. Vor allem, ich finde, das ist so ein No-Go mit blauem Lippenstift. Ne? Also, nee, mag ich nicht. Blauer Lippenstift ist nicht so dolle. Egal, Liftschlüssel, ja geil. Okay, mit diesem Liftschlüssel können wir uns jetzt, glaube ich, auch endlich zum Dings aufmachen. Aber wie viele Flair-Rüpel müssen wir jetzt eigentlich besiegen? Das sind echt viele, glaube ich, so bestimmt 20. Also ich kann mir vorstellen, dass es 20 sind. Wenn nicht sogar mehr. So, So, begebe dich wieder in den Eingang des Unterschlupfs und dann... So, Eingang, Unterschlupf, hier. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder zurück. Matt, du bist absolute Katastrophe und ich bin total müde, ey. Kein Scheiß. Jetzt hier hin und dann... ja, keine Ahnung. Hier vielleicht. Ja doch, das ist richtig hier. Yes! Okay, Untergeschoss 2. Oh nee, der Typ will mir jetzt die Geschichte von Carlos erzählen. Nein, meine Stimme macht das nicht mit. Ey, kein Scheiß, das macht meine Stimme nicht mit. Ja, ich weiß, Usain Bolt. Ach du Scheiße. Oh nein. Ich krieg da voll die feuchten Augen von diesem Soundtrack, der ist cool. Sie handelt von einem Pokémon und einem Mann, der eine tiefe Freundschaft verband. Meine Stimme ist zwar am Arsch, aber egal, scheiß drauf. Die Zeit, in der die beiden lebten, wurden von einem Krieg erschüttert. Auch das Pokémon, das der Mann so liebte, wurde schließlich in die Schlacht genommen. Geschickt. Bäh. Oh Gott. Einige Jahre vergingen, ohne jede Kunde. Okay, Text geht zu schnell weg. Schließlich erhielt der Mann eine kleine Kiste mit den Überresten seines Pokémon.
In seinem Herzen entbrannte der Wunsch, seinem geliebten Pokémon das Leben zurückzugeben. Also entwickelte der Mann eine Maschine, die zum Tod, die Tote zum Leben erwecken konnte. Endlich war er wieder mit seinem geliebten Pokémon vereint. Meine Stimme ist echt am Arsch. Doch der Schmerz saß tief in seinem Herzen und in seiner Brust tobte noch immer der Zorn. Er war voller Hass auf die Welt, die ihm sein geliebtes Pokémon genommen hatte. Und so baut er eine Maschine. Seine Maschine ist schließlich zur ultimativen Waffe. Nein, der Soundtrack soll weiter so emotional bleiben. That's special effects, bitch. Tausend Jahre vergingen. Nein, ich sag das jetzt nicht von Avatar auf. So, der Mann erhob sich selbst zum Boten der Zerstörung und setzte dem Krieg ein Ende. Doch das Pokémon, dem er das ewige Leben geschenkt hatte, wusste von seinen Taten. Er wusste, dass es sein Leben einzig dem Opfer unzähliger anderen Pokémon verdankte. Das wiederauferstandene Pokémon beendete die Freundschaft zu ihm und verschwand. Ist einfach mega geil. Kein Scheiß, man kann sagen, was man will. Der Soundtrack ist einfach bombastisch. So, dritter Untergeschoss Dingsabums. Da kann ich dem Typen eigentlich helfen? Ich müsste jetzt zum dritten Untergeschoss kommen, ne? Tatsache. Gut, musst du gegen Xeros kämpfen. Xeros, wer sind das jetzt schon wieder? Ist noch so ein Typ, warte mal. Nein, sag mir nicht, ich muss jetzt gegen die alle kämpfen. Nein, ich muss gegen Glatzkopf-Larry kämpfen. Okay, gut, dann würde ich sagen, kämpfen ihr. Ich würde sagen, wir kämpfen jetzt einfach gegen den. Irgendwie erinnere ich mich gar nicht an diese Szene. Wieso? Das Spiel gespielt. Ich bin sogar hundertprozentig sicher, dass ich das gespielt habe. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich hab's gespielt. Na egal, scheiß drauf. Komm! Team Flare Xeros. Okay, X-Bud ist das erste Pokémon. X-Bud ist die Weiterentwicklung von Golbat und ich würde jetzt sagen, das bringt mir eigentlich nicht viel hier in dem Kampf, aber ich werd's. Aura's Sphäre. Komm schon. Erstmal dieser mega geile Move. Wusch. Dann kämpfen wir. Ey, ich muss den Style noch ändern von Lucy. Kein Scheiß, ich muss den Style ändern. Und ich bin so voll, ey. Ich habe aber trotzdem Hunger. Egal. Und müde bin ich auch. Das Problem ist zurzeit bei mir, dass alle Sachen, die ich machen will, also so, immer wenn ich Let's Playen will, ich bin mega mäßig müde. Meine Stimme ist so am Arsch. Und, ja, keine Ahnung, das ist echt scheiße. Deswegen, das ist kacke zur Zeit ein bisschen. Also in den Ferien habe ich jetzt wirklich vor, Dauer aufzunehmen. Und, nein, ich Rauchwolke. Alter, was soll ich mit Rauchwolke? Nichtraucher, Nichtraucherzone. Flammenwurf. Ich hätte ja theoretisch auch die Mega-Entwicklung lassen können. War ein bisschen hohl von mir, glaube ich. Ah, Giftstreich. Komm, Chat, Flammenwurf.
Yes, das Ding ist besiegt, Alter. Das klang wie so ein scheiß Orgasmus. Okay, Chat erreicht Level 56 und dann Feuerwehr. Nee, brauchen wir nicht. Ich muss die ganze Zeit gehen. Ey Leute, das tut mir gerade echt leid, aber ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin so müde von der ganzen Schule. Also wir haben heute Freitag und es ist einfach richtig krass, wie das zurzeit bei mir alles so läuft. Also mit der Schule, das ist einfach so übertrieben viel und ach du dicke Scheiße, was ist das denn für eine hässliche, was ist das denn für eine Hässlichkeit? Nächster, rein mit dir. Ja, keine Ahnung, das ist einfach viel zu viel, dass ich um die Ohren habe und das war too much for me. Psychoklinge. Okay, das sieht nicht viel ab. Ich könnte es mit Holzgeweih versuchen und dann würde das theoretisch nicht drauf gehen, schade. Das nicht Wasser? Ich meine, das war Wasser. Kein Scheiß. Nix da, nix da, nix da, nix. Puh. Holzgeweih. Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Ach, verdammt. Waren wir schneller oder war das Ding schneller? Ach, Kacke, ich weiß es nicht mehr. Ich darf nichts auf gar keinen Fall verlieren. Vor allem nicht an so einem Ding. Das Ding setzt nochmal Kraftkoloss ein. Sollen wir es versuchen? Ich weiß nicht mehr, was schneller war. Scheiße, egal, komm. Ah, nächster war schneller. Puh! Gut! Nein! Maga! Scheiße! Fuck! Nächster ist drauf. Fuck! Ey, ohne Nächster schaffe ich das beschissene Spiel hier nicht mehr. Geh rein mit dir, Glurak. Fuck, ich habe eines meiner geilsten Pokémon verloren. Und nur wenn ich einmal mehr Kram hätte ich. Ah, verdammt. Ich kenn mir echt. Du bist so ein Arsch, ey Junge, ne? Das glaubst du. Oh, fuck. Ey, doch nicht nix. Oh. Wieso nix? Das war eines der Pokémon, die ich wirklich gebraucht habe. Mann. Und jetzt muss ich eiskalt gehen. Ich pack's nicht. Ja, komm, drücken wir den roten Knopf. Ey, ich will jetzt irgendwie speichern, aber anscheinend ist es scheißegal, was ich hier will, ne? Juckt doch niemanden! Okay, ich halte am besten die Klappe. So, Alter, halt's Maul, ich will den Part beenden. Jetzt nach, scheiße, 25 Spiele. Fuck, der Part ist schon viel zu lang. Na egal, Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dem Part von Pokémon Y.
Muscle Rocket Challenge. Und ja, im nächsten Part geht's dann auf nach, wie ist die eine Stadt nochmal? Habe ich jetzt vergessen, Chromlexia, genau. Und da werden wir wahrscheinlich dann irgendwie irgendwas tun, ja, irgendwie sowas. Und ich glaube, ich hole mir ernsthaft erstmal eine Mütze Schlaf. Mhm, das tust du, Matt. Also Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, euer Matt.